gucke schon seit 10 Jahren die Verlorene Liebe. Das hat mich schon irgendwie so durch das ganze Leben begleitet. Deswegen, ich bin ja auch das erste Mal hier und wollte einfach mal gucken, wie die Schauspieler so sind. Wir sind extra aus der Schweiz angereist. Wegen Verbotene Liebe, die größten Fans seit über 13 Jahren. Naja, wir sind top vorbereitet. Gleich geht die Show heute Abend los. Wir hatten gerade Durchlauf. Auf den Karten steht alles Wichtige. Aufgeregt sind wir nicht. Ich schon ein bisschen. Sie hat keinen Grund, aufgeregt. Ich bin immer ein bisschen aufgeregt vor allen solchen Sachen. Aber wir haben uns gut vorbereitet. Wir haben jedenfalls die Karten beklebt. Ein Tipp für Jana. Du musst die umdrehen. Guck mal. Nein. Dann kannst du den Text auch sehen. Oh nein. Ja, jetzt läuft aber das. Aber da ist ja, dann steht ja immer was anderes drauf. Das ist doch einfacher. Ach so, stimmt, ja. Wir freuen uns total, dass so viele Fans da sind, ne? Und wir so begeistert empfangen werden. Und es ist das erste Mal, dass wir jetzt hier in Cannes dabei sind. Ja. Und wir sind total stolz, dass auch hier Verbotene Liebe prämiert ist. Ja, und auf der Croisette. Wir hoffen auf einen großen Preis. Ja. Und der Teppich ist schon mal phänomenal. Merci, merci. Ja. Bonsoir Cannes! Ich freue mich heute Abend auf einen bezaubernden Abend in netter Gesellschaft mit vielen Kollegen, mit vielen Freunden vom Team, vom Kollegen und mit vielen tollen Fans, die die Serie erst zu dem machen, was sie ist. Ich war sehr aufgeregt, ihr könnt Jens fragen. Der musste meine Rede die ganze Zeit im Auto ertragen. Ich merke gar nichts mehr davon. Ja, ich habe einen starken Mann an der Seite, das geht ja immer gut. Ich freue mich, dass wir in Düsseldorf feiern und ich denke, es wird ein ganz schöner Abend heute. Und hoffentlich viele Fans glücklich machen können, indem wir die auch treffen und die Möglichkeit haben, ein bisschen in Kontakt zu kommen. Wir sind sehr zufrieden. Die 5 Stunden Fahrt haben sich auf jeden Fall gelohnt. Hallihallo! Hallo, schön, dass ihr da seid. Wow, kriegt ihr bei dem Lied genauso Gänsehaut wie wir, auch nach all den Jahren? Oh, ja, hier. Schön, dass ihr da seid, hier in der Nachtresidenz heute zum 18. Geburtstag von Verbotene Liebe. Ja, wir werden volljährig, 18 Jahre. Es waren 18 Jahre Drama, Liebe, Leidenschaft, Freundschaft und Intrigen. Und bei Intrigen denken wir natürlich sofort an die beiden allergrößten Intriganten, nämlich an Tanja und Ansgar. Und hier sind sie für euch. Das ist die bezaubernde Miriam Lahnstein. Und der prächtige Wolfgang Granjetka. Du bist vor 18 Jahren als Pferdemädchen gekommen. Heute gehört dir sprichwörtlich alles. Wie schafft man das? Tja, also, was ist das Geheimrezept? Erstmal muss man natürlich die richtigen Männer heiraten. Das ist wichtig. Manchmal müssen leider auch ein paar Leute dran glauben und werden umgebracht. Man muss gute Intrigen schmieden können und Köpfchen haben. Ja, ihr beide macht ja wirklich 5 Tage die Woche nichts anderes, als euch gegenseitig anzuzicken, euch das Leben schwer zu machen, euch Firma wegzunehmen, Geld wegzunehmen, sogar das Kind wegzunehmen. Wie ist denn das privat so? Geht ihr euch auch manchmal so richtig auf den Sack? Wir haben zum Glück keine Kinder zusammen, aber... Ohne ihn wäre sowohl die gräfliche Familie und auch ich komplett aufgeschmissen, denn er spielt nicht nur den Butler, sondern auch noch meinen Onkel Justus. Ich freue mich, dass er hier ist. Klaus Toll Emden! Riesenapplaus bitte! Ich habe euch was mitgebracht. Schon wieder feiert die Verbotene Liebe ein beeindruckendes Jubiläum. Man ahnt ja gar nicht, wie viel Verbotene Liebe es auf der Welt gibt. Was haben wir nicht alles schon für Liebesgeschichten mitgelitten? Und auch die Personen, die inzwischen weg sind, sind nicht vergessen. Macht weiter so. Ihr seid die wunderbarste Unterhaltung, die es gibt. Ich bin stolz, dass ich schon 2-mal dabei sein durfte. Eure Felicitas Haverdorn.
Dankeschön. Ja, falls ihr euch jetzt fragt, wer ist denn Felicitas Haberdorn? Dahinter steckt natürlich niemand Geringeres als die Autorin, Moderatorin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich. Also, wenn Elke nochmal das mitspielen will, wir würden uns sehr, sehr freuen. Dieser Juri, der wird nicht nur in der Modewelt für Trouble sorgen, nein, besonders sorgt er auch für Herzklopfen bei einer weiteren neuen Rolle, und zwar bei Martha Wolf. Und was diese Martha und Juri für Typen sind, das erfahren wir jetzt von den beiden Schauspielern. Hier sind Julia Sonntag und Christian Kieling. Riesenapplaus! Sag doch mal, was reizt dich denn so an der Rolle des Juri? Also ich bin im Gegensatz zu Julia ja der Düstere, die düstere Komponente. Und was mich gereizt hat an der Rolle ist, dass ich habe zum Beispiel ein Boxtraining jetzt absolviert, seit ein paar Monaten schon. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, dass ich sehr froh bin, hier zu sein, dass es ein sehr schönes Team ist. Ihr alle seid irgendwie tolle Kollegen und ich bin einfach happy, dass ich da bin. Seit letztem Jahr ist er leider nicht mehr bei uns in der Serie als Arno zu sehen. Ja, nicht weinen, denn er ist heute hier. Nein. Extra für euch ist er angereist. Applaus für Konrad Kraus! Konrad Kraus, unser Arno. Ich gebe zu, ich habe das nicht erwartet, was hier los ist. Ich habe euch einfach vermisst. Wir dich auch, Conny. Das ist ganz alleine dein Applaus, Conny. Das größte Dankeschön. Ja, das größte Dankeschön geht an euch. An unsere Fans. Denn ohne euch wäre das hier und unsere komplette Serie überhaupt nicht möglich. Deswegen auf euch. Prost. Vielen Dank für eure Unterstützung. 18 Jahre schon. Prost. So, damit habt ihr es geschafft. Der offizielle Teil ist vorbei. Jetzt gibt es Autogramme, Fotos und wir feiern kräftig, bis es kracht. Kommt vorbei und vielleicht treffen wir uns ja später alle noch auf der Tanzfläche. Ganz viel Spaß und schönen Abend noch. Ciao. Tschüss. Ja, ich habe mich richtig erschrocken. Ich stand ja unten im Publikum, weil ich da gerade ankam. Und es ist immer schön so zu sehen, dass die Leute einen auch noch nach so langer Zeit nicht vergessen haben und so noch unterstützen. Das freut mich total. Ich brauche noch viele Stunden hier unseren 18. Geburtstag.